Dank der in der letzten Folge geretteten Ayana Puri wissen wir, wo sich Walkers Hauptbasis befindet, mitsamt des Funkturms, über den wir das Virus für den Drohnenschwarm hochladen sollen. Und zwar befindet sich seine Hauptbasis genau hier. Und da ist auch der Funkturm. Und wir nähern uns jetzt mal so halbwegs vorsichtig. Es ist mit haufenweise Widerstand zu rechnen, weshalb ich das Ganze jetzt mal so ein bisschen zielmäßig per Tauchgang machen werde. Ich habe noch gar nicht mit der Drohne gescoutet, also ich weiß gar nicht, was abgeht. Aber wir werden es bestimmt gleich sehen, denn gleich werde ich auf jeden Fall mal scouten, sobald ich hier irgendwo hochkomme. Hier vielleicht? Ja, gut. Das ist natürlich maximal ungedeckt. Jetzt, oh. Come on. So. Da oben haben wir auf jeden Fall einen Sniper. Den snacken wir mal direkt weg. Volltreffer. Hey, hey. Hier ist alles ruhig. Da vorne haben wir auch eine Wache. Einen Drohnenpiloten, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Jawohl. Ein Drohnenpilot hier auf diesem Steg. Ist auf dem Steg gegenüber auch was? Sieht nicht so aus. Unten ist generell ziemlich sauber. Sehr gut. So, wir haben hier noch einen Turm mitsamt Scharfschütze. Heli. Helipad. Ein Generator. Sehr gut. Kommen wir hier ja gerade von der richtigen Seite. Dann können wir den Generator direkt deaktivieren. Ein paar Wachen hier. Ich höre eine... Oh, Mist. Das ist schlecht. Eine Behemoth-Drohne. Aber das hier muss doch der Funkturm sein, oder nicht? Ich hätte gedacht, dass das hier der Funkturm ist. Müssen wir vielleicht rein. Da unten ist ein Eingang. Zeigt uns auch generell nichts an. Kein Zielmarker. Phil ist tot. Komm drüber weg. Wir müssen unseren Job machen. Aber wir sollten nach Aufklärungsdaten Ausschau halten. Okay, vielleicht sollten wir das dann tun. Da haben wir noch ein paar Satelliten aus Vorkriegszeiten, beziehungsweise aus Kriegszeiten. Hier haben wir auch ein paar Funkdinge. So ein paar Funkbarken. Tja, wo ist bloß unser Einsatzziel? Hey. Das war sehr gefährlich wegen dem Sniper da oben in dem Turm. Vielleicht können wir den ja ins Wasser fallen lassen. Das wäre sehr toll. Oh, jetzt liegt er hier. Und der Sniper da hinten. Der steht gefährlich . Woher kam diese Stimme? Probieren wir es mal da hinten. So, Leiche maximal gut versteckt. Sehr gut. Woher kommt diese Stimme? Das hört sich immer an, als käme der hier irgendwo her. Ärmebild sagt auch nein. Da! Da patrouilliert jemand. Das ist sehr gut zu wissen. Zack. Komm, gib nicht so an. Das war der.
Was mich wundert, ist, dass wir hier bisher noch keinen Wolf-Kontakt hatten. Ja, die Mission Bruder gegen Bruder ist natürlich auch hier. Suchen Sie den Sendekontrollraum. Können wir das Ganze vielleicht jetzt nochmal machen? Hier vielleicht? Nee. Ich würde hier vermuten, dass das hier drin ist, aber... Könnte natürlich auch dort sein. Was sagt denn die Karte? Zeigt uns kein Suchgebiet an. Nun. Ich meine, es kann eigentlich nur hier... Da, aber da kann man nicht rein. Oder war was? Oder auch nicht? Oder? Ich glaube, wir brauchen diese Infos, die es hier gibt. Gut. Dann begeben wir uns mal auf die Suche. Aber vergessen den Sniper da oben nicht. Und den Generator deaktivieren wir ebenfalls, um eventuell vorhandene Geschütztürme zu deaktivieren. Betreten Sie den Sendekontrollraum. Ach so. Okay. Da kommen wir vielleicht sogar rein, komplett ohne gesehen zu werden. Ach, ich dachte gerade schon, dass hier wäre der Kopf vom Sniper. Dann hätte sich das mit nicht gesehen werden ganz schnell wieder erledigt. So, schauen wir mal. Stimmt die Tür da vorne, die ich eben schon scannen wollte. Oh, hier, wen haben wir hier? Raketenschützen. Und halt die Behemoth-Drohne. Wenn wir den Moment richtig abpassen, können wir hier rein, ohne von einem von denen gesehen zu werden. Den Raketenschützen möchte ich halt ungern von den Kameraden ausschalten lassen, weil die ein Talent dafür haben, die Raketenschützen explodieren zu lassen. Sind die überhaupt wieder? Wieder mal weit weg. So, hier war ansonsten nichts. Der Raketenschütze halt da oben. Ich will ungern schießen, wenn der mir seinen Raketen... Ja, sein Munitionsdepot zuwendet. Aber ich glaube fast, es wird nicht viel besser. Oh, die Drohne. Ich höre so angerollt kommen. Wo ist die? Da? Jo. Das wäre der perfekte Moment. Bam! Haha. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Behemoth-Drohne wieder weg ist und dann können wir rein. Spazieren. So, die haut rein. Können wir schnell hier hin. Ja, komm, 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 komm. Benutzen. Oh, 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 oh. Der Behemoth scheint der Schlüssel zu seinem Zugang zum Kontrollraum zu erlangen. Och nö. Ich werde ihn ausschalten müssen. Nö. Er wollte mich doch verarschen. Das heißt, ich muss Bruder gegen Bruder machen. Die Mission Bruder gegen Bruder machen, um die Mission Schachmatt machen zu können. Also irgendwie ist beides... Das beides jetzt die gleiche Mission? Ja, ich mach die eine Mission mal wieder weg. Die Bruder gegen Bruder. Nur zur Sicherheit. Damit ich die vielleicht nicht jetzt schon auslöse. Na gut, dann wird's gleich ein bisschen hässlich. Verdammt! Ich will nicht gegen die Behemoth-Drohne kämpfen. Ich
bin dafür nicht ausgerüstet. Habe ich wenigstens irgendwie ein paar nützliche Perks? Ne, ich habe nicht mal genug Perks freigeschaltet. Kann ich auch nicht, kostet nämlich 4 Fertigkeitspunkte. Den Sprengstoffexperte könnte ich noch freischalten. Machen wir das gerade. Ja, komm. Und dann nehme ich den gleich anstatt Pistolero. Wenn wir gegen die Drohne gehen. Eieieiei. Na prima. Ziel erfassen. Roger, Zielernährung. Feuer auf mein Kommando. Auf dein Zeichen, Ghostlead. Ziel erfasst. Alle tot. Und irgendjemand hat's gesehen. Na toll. Hä? Vorsicht, die halten kurz Ausschau. Gutes Ding, Ghostlead. Warum hat der den nicht gekillt? Oder waren das zwei? Wir haben ein Problem. Ich wollte eigentlich erst, dass die Kacke am Dampfen ist. Ach du Scheiße. Wenn ich bereit bin. Ach du Scheiße. Bin ich aber noch nicht. Die Pimoth-Drohne schießt da hinten hin. Aber sie ist jetzt halt schon aufgeschreckt. Das wollte ich eigentlich nicht. Verdammt. Natürlich das ganze Lager. Das ganze Lager. Aufgeschreckt. Und den Generator haben wir auch vergessen auszumachen. Dann ist er eben jetzt aus. Oh, scheiße. Entschuldigung. Das Wort. Oh, ist ja nicht so, als würde ich sonst keine Kraftausdrücke verwenden. Ja, aber ich bemühe mich immer, das Ganze etwas zu reduzieren. Bei uns versteckt sich niemand. Wir müssen sie finden. Fuck. Scheiße, wir sind hier irgendwo ganz sicher. Ja, natürlich sind wir irgendwo. Wir sind ganz in der Nähe, aber. Lasst sie nicht entkommen! Sucht weiter! Sucht weiter! Verdammt, wo bist du? Ist der in eine andere Deckung gegangen, oder wie? Aufpassen! Hier ist er. Die Augen offen. Niemanden. Was, was? Wer? Wer? Wo? Hilfe! Andauernd blinkt's hier. Ich komm gar nicht mehr klar. Was? Wo? Kein Versteck ist von mir sicher. Ich verstehe ich. Und da ist er noch. So, das war der Scharfschütze. So, haben wir den schon mal. Gut. Unten ist noch jemand. Irgendwo. Ah, da. Kann ich nicht hinschießen. Das ist doof. Gebe ich den Feuerbefehl oder gebe ich ihn nicht? Komm, ich mache Pistolero jetzt weg. Mach Sprengstoffexperte hin. Was haben wir denn noch? Schmerzlos. 50% Verletzungsresistenz. Gut, Tarnung brauchen wir dann eh nicht. Dann machen wir das hier. Wir brauchen dann zudem EMP-Granaten. Nehmen wir die MK2. Na gut. Team feuerfrei. Feuerfrei. Yep, es geht los. Yep. Getroffen. Sollen die mal schön fertig machen? Oh, was? Was? Oh, der Heli. Ich schieße. Stopp! Handkontakt! So macht man das. So, machen wir den. Schalldämpfer ab. Ach du Scheiße. Jetzt wird's hart. Eieiei. Sind noch Gegner da? Das ist die andere Frage. Ja, mach die vielleicht mal weg da. Muss Papa wieder alles selber machen. Hm.
mein Aim war auch schon mal besser. So. Gut. Team, zu mir. Los, sammelt euch bei mir. So, dann versuchen wir das Ganze mal so. Wo haben wir noch Feinde? Fußsoldatenfeinde? Die sind relativ weit weg. Also würde ich mir um die jetzt erstmal keine großen Sorgen machen. Ich mache mir ja viel mehr Sorgen um die Behemoth-Drohne. Okay, die haben uns aus den Augen verloren. Das ändert sich aber gleich. Sobald wir den Kampf gegen die Drohne eröffnen. Ach, das wollte ich ja jetzt nun wirklich nicht. So, legen wir uns mal kurz hin. Die Ausdauer schnell nochmal aufzuladen. Und dann geht das los. Wo ist die Drohne? Da. Okay. Er ruft immer noch, die Missgeburt soll sterben. Dabei weiß er gar nicht genau, wo wir sind. Die Drohne weiß es aber. Ich glaube, die hat uns gesehen. Na gut, hauen wir rein. Ist das ungefähr die Mitte? Oh, das war nicht die Mitte, nicht mal ansatzweise. Ah, fuck. Ja, ich hätte sollen zuerst die Fußsoldaten ausschalten. Angetroffen. Kannst weiterkämpfen. War klar, dass die ausgerechnet jetzt hier aufschlagen. Ich kann hier nicht übers offene Feld rennen. Ah, noch so eine blöde Pistrone. Och Mann. Ihr wollt mich doch veräppeln. Ah, ich diese Drohnen hasse. Drohnenpiloten, diese kleinen pupsigen Drohnen, ey. Kleine Pupsdrohnen da. Na gut, na gut. Jetzt wissen wir immerhin, was abgeht. Ist er da oben? Muss er da oben irgendwo sein. Sehe ich was? Sehe ich nichts. Gut, dann schwimmen wir erstmal rüber. Und clearen dann halt erst die Base, bevor wir die Behemoth angreifen. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich das direkt so gemacht, aber... Mein Plan war ja eigentlich eben, den anderen Scharfschützen auszuschalten und dann vom Turm aus die restliche Basis zu clearen. Aber es hat ja alles nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich nicht geduldig war. Oh, eine Israel-Drohne. Was ist das denn? Och nö, nee, Mann, nee. Ihr wollt mich doch verarschen. Und wer kommt jetzt? Heli? Oder? Ja, Teamfeuer frei. Autsch. Naja, ein Schuss war das nicht. Das war eher so ein Magazin, ein Treffer. Autsch, verdammt. Gut, haben wir zumindest das. Kommt da noch einer? Nee, gut, oder? Zumindest weiß jetzt aber die komplette Base wieder Bescheid. Oh, fuck, ey. Und die ganzen
kleinen Pupsdrohnen wieder. Wie kann man so viel Glück haben wie ich? Das ist doch der Wahnsinn. Ich habe einfach nicht auf die Israel geachtet. Ich habe halt auch einfach komplett vergessen, dass es die gibt. Nee, lass mich in. Ich hasse dich. Verdammte Kacke. Ja, ich blute ohne Ende. Wer hätte das gedacht? Ich bin verletzt. Oder bin ich noch verletzt? Ich glaube nicht. Nein, nicht. Ah, verdammt. Wollte ich nicht. Ich wollte den hier. Nein, den hier wollte ich. Wollte ich. Bin ich verletzt. Gut. Alles klar. So, immerhin das. Gehen wir eben in diesen Sniper-Turm. Na toll. Da hätt ihr jetzt auch ruhig mal kurz in die andere Richtung gucken können. Gucken können, der andere Scharfschütze da. Meine Güte. Okay, das sind dann also die letzten beiden Missionen hier von Episode 1. Die sind. Oh, hau doch ab. Nicht mal deine Eltern lieben dich. Ja, soll er machen. Team, Feuer frei. Zeig sie! Schalldämpfer ab. Boah. Eieieiei. Das hätte alles echt besser laufen können. Ich habe eben schon kurz überlegt, ob ich die Aufnahme nochmal neu starten sollte. Ah, hey. Da hinten. Was haben wir denn da? Einer, der ein bisschen neugierig guckt. Bin ich verletzt? Warum? Danach. Na komm, dann machen wir gerade den Generator auch kaputt. Wenn wir schon da sind. Erwischt! Ach, guck mal, die Drohne, die Behemoth, hat nur gehört, dass da was explodiert ist und ballert direkt da drauf. Das finde ich gut. Denn früher gab es, naja, ich würde schon als Bug bezeichnen, einen Bug, dass die Behemoth-Drohne hier in dem Lager immer genau wusste, wo man ist. Egal, ob man im Sichtfeld oder sonst wo war. Die hat einen auch immer nach einer gewissen Zeit entdeckt. Also auch wenn man komplett am anderen Ende war und die Drohne gar nicht gesehen hat. Also zumindest war das bei mir so. Und da hat die immer plötzlich hat es angefangen zu schießen. Da ist doch einer, oder? Jawohl. Team, geht dort in Stellung. Also geht nicht, wenn ich ziele. Team, geht dort in Stellung. Ja, oh, da hinten. Geht nicht, ist nicht erreichbar. Dann halt da. Rück zu dem neuen Sammelpunkt da drüben vor. Auf dem Weg. Und dann gebe ich nochmal den Feuerbefehl, wenn sie da drüben sind. Wo ist der letzte? Hä, wo ist er denn? Der da drin? Der ist da drin! Wie ist der da reingekommen? Wie zur Hölle ist er da reingekommen? Ist das Fixit? Ja, das ist Fixit. Haben Ziel erreicht! Wie ist er da reingekommen? Wollt mich doch verarschen. Wie ist der da reingekommen? Durch die Wand gepackt. Oh, toll. Team, Feuer frei. Oh nein, Fury! Oh nein, Fury, ja. Gut, dann machen wir das eben wieder alleine. Aber wir sind nicht mehr entdeckt. Weiß keiner mehr, dass wir da sind. Dann stellen wir wieder auf. So, schallgedämpft Einzelfeuer. Dann machen wir das eben so.
wie wir es gemacht hätten, bevor die Teamkameraden ins Spiel reingepatcht wurden. Nehmen wir uns noch ein paar Waffenteile mit. Und beleben unsere Kameraden wieder. Da ist der Heli runtergekommen. So, die Waffenteile nehmen wir uns mit. Team, zu mir. Zu meiner Position. Ich will das fixe. Hä? Was? Was? Hä? Hä? Ich wollte gerade sagen, ich will, dass Fixit da hinten wieder rauskommt. Jetzt hat er sich dahin teleportiert, belebt sie wieder. Na gut. Kein Schwanz? Vielleicht ein Fötzchen. Hier ist kein Schwanz. So, gut, da. Ich weiß nicht. Ich gehe mal da rein und scout mal kurz mit der Drohne. Aber da irgend... Vielleicht da hinten läuft noch einer. Vielleicht sollten wir uns den Heli schnappen. Mit dem da rumfliegen. Da hinten ist einer. Der da steht noch da. Die Drohne hat die Drohne entdeckt. Prima. Ganz großes Kino. Nun. Ich hätte jetzt echt lieber eine Sniper oder ein MG dabei. Ich hoffe, die entdeckt mich jetzt nicht, wenn ich da hochklettere. Natürlich entdeckt sie mich. Och, Mann. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Oh Gott. Sperrfeuer. Ich muss hier weg. Ah. Ist doch alles nicht wahr hier. Sie schießen mit Mörsern auf uns. Ja. Mach kein Ding. Nun denn, Team, Feuer frei. Team, Feuer frei. Feuer! Abermals. Ich hoffe, ich kann da rausschießen mit dem Raketenwerfer. Ja, ich treffe halt nur nicht. Oh, 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 weg, 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 weg! Alter. Und wieder ein Heli. Oh, alter Schwede. Schalldämpfer ab. Oh, ich habe die Drohne getroffen. Cool. Allerdings bin ich hart verletzt. Das ist nicht so gut. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt hier drin, um die Drohne zu bekämpfen. Dieser Heli, ne? Das war der Heli-Pilot. Ich bin halt echt verletzt, habe nichts mehr zum Heilen. Habe ich was Alternatives zum Heilen noch vielleicht? Nein, habe noch keine MK2-Spritzen. Na toll, dann wird das ja wieder ganz, ganz prima. Was? Bring deinen Arsch in Sicherheit. Ich war außerhalb des Radius. Mann. Ist schon besser. Ja, ja, ist schon besser. Ich sehe es. Ich... Ich kann meine Waffe kaum noch gerade aushalten. Oh Gott. Das war's. Was für eine Fehlfolge. Was für eine Fehlfolge. Naja, wird dann halt diesmal ein bisschen länger. Haben wir jetzt wieder Bandagen und Zeugs? Ja, gut. Immerhin das. Schalldämpfer drauf. Feuermodus Einzelfeuer.
Da gehen wir wieder so rein, wie wir eben reingegangen sind. Also ganz am Anfang vor einer halben Stunde. Lassen die Sniper von den Kameraden wegmachen. Weil ich irgendwie Sichtkontakt habe. Den Scharfschützen markieren. Feuer auf mein Kommando. Geh in Stellung. Hab den Scharfschützen. So, und da unten haben wir doch auch noch welche gehabt hier. Ziel auf den Funker. Bringe mich in Stellung. Tja, ist halt ein Drohnenpilot und kein Funker, aber mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Also egal, gut. Feuer frei. Feuer frei. Ja. Was, schon wieder eine Israel? Nee, gut. Oh, ja, wollte mich doch verarschen. Ich könnte die ganzen Sachen ja in den Welteinstellungen ausschalten. Die Helikopterpatrouillen und die Israels. Aber ihr sollt ja sehen, wie nervig die sind. Ist da eine Leiter? Ja, und noch ein Gegner. Helikopter außer Reichweite. Gegner markieren. War knapp. Der war weiter weg, als ich dachte. Was den Bullet Drop angeht. Ach, und dabei hatte ich diese Folge so schön geplant. Naja. Wie heißt es beim Militär doch so schön? Kein Plan überlebt den Feindkontakt. Trifft offenbar auch auf Spiele zu. Wir haben uns ziemlich verausgabt, Boss. Du solltest dich mal aus. Ja. Chill. Vielleicht sollte ich besser chillen. So. Wir wissen ja, wir sollen die Behemoth zerstören. Hab ich vielleicht mal irgendwann Drohnentarnspray aufgesammelt? Das wäre sehr, sehr nützlich. Schau ich mir doch mal gerade an. Hab ich sowas? Leider nicht. Drohnentarnspray wäre echt toll gewesen. Aber solange wir noch schleichen, nehme ich mal hier noch den schmalen Schatten wieder. Wir haben da hinten den. Lege ich mich mal hier hin. Ich hoffe, das ist gut genug. Nein, ist es nicht. Verdammt. Das war's. Wieder mal. Heute ist echt der Wurm drin. Der Wahnsinn. Hauptsache, wir haben Spaß. Wir haben doch Spaß, oder? Ich glaube, sowas wäre besser für einen Stream geeignet. Und ich sollte es vielleicht zusammenschneiden für die Aufnahme. Also für YouTube. Aber das mache ich nicht. Das war ja. So. Nicht schlecht, Boss. So. Ach, wie gerne hätte ich doch die Panther-Klasse. Jetzt gerade. So. Gibt's noch woanders eine Leiter für hoch? Nö. Da ist ein Gegner. Gut zu wissen. Da sind drei Gegner. Ich gehe jetzt einfach da hoch.
Entweder klappt's oder es klappt nicht. Und eben war hier oben ein Wolf. Beim Versuch Nummer 2. Ich muss da vorbei. Ach verdammt, wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Gar nicht. Ach verdammt. Ich dachte, ich komme da hoch. Oh Mann. Frage ist, wie kam der eine Wolf da hoch? Wahrscheinlich mit Mili. Oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei. Ich hatte echt schon bessere Durchläufe. Also wenn ich hier... Ich wollte gerade hier oben das Feuer schon eröffnen auf dem Behemoth. Aber wenn ich das mache, dann habe ich ein richtig, richtig dickes Problem. Denn wenn der hier oben Raketen lang schießt, dann war es das für mich. Vor allem sind wir hier auch komplett in der Reichweite der... In der Reichweite der Miniguns. Ich würde sagen, verfolgen wir weiter die Mission. Weil muss ich jetzt hier wieder drauf drücken? Ich meine, das hier ist Bruder gegen Bruder. Aber da steht, zerstören Sie die Beamer. Gar nicht hier. Behemoth. Ich meine, ich habe einen Immersive Mode auf Extrem auch schon, ne? Behemoth gelegt. Allerdings war da das Gelände stark zu meinem Vorteil. Hier ist es halt einfach krass eng. Und im Grunde ist hier fast überall, wo ich die Drohne unter Feuer nehmen könnte. Huch. Hi. Richtig gut. Ja, im Grunde ist hier überall, wo ich die Drohne unter Feuer nehmen könnte. Ja, ich müsste dafür überall so nah ran, dass ich in Minigun-Reichweite bin. Ziel erfassen. Alles klar, Boss. Gehe dorthin. Ich habe gerade überlegt, ob ich selbst schießen soll, aber neuerdings braucht man ja 3 Schüsse. Roger, Schwergewicht erfasst. Feuer frei. Alles sauber. Sie sind tot. Guck Solide mal, die kriegen den nicht mehr klein. Wollt ihr mich verarschen? Seit wann kriegen denn die Mates, die Heavies nicht mehr klein? Ich meine, klar, war es auf jeden Fall ein Bug, weil die haben die einfach platt gemacht mit dem Headshot und die sind einfach mit Helm und allem umgefallen. Aber jetzt kriegt die ja gar nicht mehr klein. Oh verdammt. Flugdrohne markieren. Bringe mich in Position. Auf dein Zeichen, Ghost. Wenn niemand hinsieht, schaue ich mir den Generator mal genauer an. Feuerfrei. Okay, Ghost. Oh, shit. Oh. Oh, fix it. Fix it wurde gesehen. Heißt das, dass wenn Fixit stirbt, dass die dann auch nicht mehr wissen, dass ich da bin? Weil die mich ja noch gar nicht gesehen haben. Und das sehen wir dann. Nein. Ich halte mich mal noch ein bisschen bedeckt.
Bam. Was ich aber auch unrealistisch finde, ist, dass im freien Kampf die Mates mehrere Headshots brauchen, um den Gegner zu töten. Vielleicht hätte ich das Ganze besser nachts machen sollen. Oh, da kommt noch ein Heavy. Shit, jetzt haben wir ein kleines Problem. Sind wir ein bisschen eingekesselt. Na toll, und ich wurde gesehen. Ich muss nachladen. Dein Pech. So, oh, noch einer. Okay, ich geh rein. Nein, du gehst nicht rein. Du gehst auf keinen Fall rein. Feindkontakt, Feuer! Ich glaube, wir ziehen uns gerade komplett aus der Base zurück. Oh. Da. Moin. Leg sie um! Nö, mach das mal nicht. Halt den Hirsch raus. Hallo. Gut, haben wir hier drin noch Munition oder so? Das wäre ganz nett. Infos, nee. Wenn es nur noch die Behemoth ist, oder wäre, wäre das Ganze nicht mehr ganz so schlimm. Ich guck mal gerade nach, so mitten im Feuergefecht. Ja, der Heli steht noch da. Vielleicht können wir ja mit dem Heli mal kurz hochfliegen, ein paar Raketen auf den Behemoth schießen und dann wieder reinhauen. Wieder landen. Was ist das denn? Sollte diese Patrouille hier sein? Ich glaube, die ist da wohl eben reingespawnt, was sie gar nicht machen sollte. Sie sind schon festgenommen. Sehr gut gemacht. So. Ich weiß ja nicht, was die hier mitten in der Feindbasis machen. Hi, kein Grund zur Sorge. Wissen Sie, wo sich dieser Ort befinden könnte? Hier werden Sie finden, wonach Sie suchen. Super, danke. Das ist sehr nett. So, Gegner wissen nicht mehr, dass wir da sind. Die Behemoth schießt immer noch auf unsere letzte bekannte Position. Ich höre aber immer noch Infanterie labern. Sehr gut. Holt euch die Schau. Wo ist der? Wo ist denn der Mr. Kraftausdruck 2020? Na, ich glaube, so werde ich die nicht sehen. Ich habe jetzt auch keine Lust, groß lange noch mit der Drohne da rumzufliegen. Wenn ich ehrlich bin. Irgendwo da drüben. Den Generator haben wir auch noch nicht ausgeschaltet. Aber ich habe so das Gefühl, dass... Waren wir nur aus dem Entdeckungsradius raus? Was ist denn Guzo? Wir haben Guzo eingesammelt. Was auch immer Guzo ist. Thank you.
da sitzt er. Hallo. Tschüss, sonst gibt's Saures. Ohne Fadenkreuz ist im Heli halt schwer zu treffen. Ne? Und die Miniguns vom Behemoth, die holen den Heli auch ziemlich schnell vom Himmel. Die Erfahrung habe ich schon mal gemacht. Deshalb, vielleicht lasse ich das. Beweg mich nicht. Müsst ihr mich dann nicht töten? So. Da hinten? Nee. Ein paar Waffenteile. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu gierig. Konzentriert euch! Tötet alles, was sich bewegt! Der Panzer wäre natürlich auch geil, aber ich glaube, der macht nicht genug. Nicht genügend Schaden. Weiter so! Ich bleib in Deckung! Um überhaupt Panzerplatten vom Behemoth wegzusprengen. Oh shit. Sterb, du Mistgeburt! Es geht los! Ich helfe dir! Ja, das wäre sehr nett. Ist der Mister, stirb, du Mistgeburt tot? Nee. Jetzt ist er tot. Schlecht. Ah, hat eine Seitenwand, okay. Konzentration. Gehe in Deckung. Verdammt. Sichtkontakt zum Ziel verloren. Lasst niemanden entkommen. Kann ich mich verarschen? Ist der? Waren das jetzt alle? Also abgesehen vom Behemoth. Kann ich da nicht durch irgendwo? Da. Ich könnte jetzt hier perfekt einen Schuss abgeben. Und jetzt fährt die weg. Ihr wollt mich doch verarschen. Oder habe ich den Generator eben ausgemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, habe ich eben ausgemacht. Erinnerung wie ein Goldfisch. Dabei ist das ein Mythos, dass Goldfische eine schlechte Erinnerung, ein schlechtes Gedächtnis haben. Stimmt eigentlich gar nicht. Habe ich mal gelesen. Also wenn die da immer, die hat sich da darauf fokussiert, dann würde ich sagen, ich schalte hier schon mal um. Und gehe dann von hinten ran. Eieieiei. Oh, und die Cam habe ich auch vergessen anzumachen. Na gut, jetzt brauche ich es auch nicht mehr anzumachen. Ach je. Ja, so ist das, wenn man nur selten aufnimmt. Wenn man so lang vorproduziert. So, die hat sich da hinten
komme ich nicht vorbei, oder? Kann ich da runter? Ja, gut. Kann ich darüber vielleicht vorbeischleichen? Ich brauche einen Punkt, wo sie nicht gedeckt ist. Und hier ist halt echt überall Deckung. Und dass die permanent da rumfährt, macht es auch nicht einfacher. Ich höre immer noch einen Sentinel. Wo ist der? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich weiß nur, dass mir nicht gefällt, dass da noch einer irgendwo rumgurkt. Ja, so, und jetzt. Das war nur Explosionsalarm. Sie weiß noch nicht hundertprozentig, wo wir sind. Die geht jetzt investigaten. Müssen wir uns bedeckt halten. Einfach nur bedeckt halten. Nicht gesehen werden. Kann sein, dass du da hinschießt. Aber wir sind nicht mehr da. Oh oh. Da siehst du, sie schießt da hin, aber ich hau lieber mal ein bisschen weiter ab. Wegen dem Explosionsradius, weil irgendwie wurde ich eben ja auch getroffen, obwohl ich gar nicht mehr im Radius war. Ach, verdammt. Ach, nee, gut. Okay, alles gut. Alles gut, alles gut. Ich habe schmaler Schatten ausgerüstet, aber ich habe auch Sprengstoffexperten noch ausgerüstet. Gut. Also war alles gut soweit. Vielleicht jetzt nochmal von hinten oder von der Seite. Da ist aber überall Zaun dazwischen. Das war knapp. So, der eine Sentinel-Soldat, den ich da die ganze Zeit rufen höre, der macht mir Sorgen. Kann er jetzt vielleicht hinten ran irgendwie? Oh, da ist er ja. Komm, das da treffe ich aber so, oder? Sehr gut. Ah, oh, verdammt, jetzt hätte ich gerade noch können eine Granate hinterher werfen. Ah, verdammt. Wobei, haben wir MK2-Granaten eigentlich? Nee, schade. So, dann rüsten wir nochmal die hier aus. Weil... was anderes bringt hier im Moment nichts. Na gut, da hinzugehen bringt auch nichts. Wegen Zaun. Raketen bleiben gern am Zaun hängen. Möchte ich gern vermeiden. Wie schaut sie denn jetzt aus? Jo, sie ist ziemlich nackig. Da war gerade noch einer. Ich habe gerade noch einen Dingens gehört. Einen Sentinel. Das gibt's doch nicht. Gut, wir gehen nochmal außen rum. Das ist schon ein richtiger Bosskampf eigentlich hier, ne? Renn! Wurden wir übrigens getroffen? Nee. Ich wollte jetzt eine EMP-Granate hinwerfen, um den zu stunnen, damit wir da nochmal draufballern können. Kann ich so weit werfen? Ich kann es versuchen, ob das reicht. Ich weiß es nicht. Das reicht.
Vielleicht nicht, ist die Antwort. Aber da ist der blaue Container. Ach, wie gern hätte ich jetzt einen Lebensbalken. Ich würde so gern jetzt einen Lebensbalken von der Behemoth-Drohne sehen. Ah, jetzt ist es ganz schön aggressiv hier. Es ist im Kampfmodus. Sollten wir das vielleicht verkrümeln? Wo, wie? Da kommen wir mit meiner Deckung. Das Gute ist, dass wir immer ungefähr wissen, wo sie ist. Wegen dem Missionsmarker da. Ist direkt da hinten. Das da trifft aber, oder? Ein Verletzter. Scheiße! Böser Beschuss, geht in Deckung! Ja! Oh, war das knapp! Heilige! Oh Gott! Lauf, Schlampe, lauf! Autsch! Autsch! Verdammt! Aber nicht schwer verwundet. Gut. Eieiei! Du siehst fertig aus! Ja. Ich sehe ja fertig aus. Hast dich mal angeguckt. Boah, so, einmal nachladen. Hab ich wohl schon gemacht, alles klar. War das knapp. Was packt der auch so langsam den Raketenwerfer weg? Eieiei. Das ist ja schon fast vergleichbar mit dem gemütlichen Pistole ziehen, wenn man eine Leiche aufgehoben hat. Die Zelte sind natürlich nur maximal ein Sichtschutz. Ja, komm. Keine Deckung. Machen wir nochmal mit der... Das war eigentlich ganz gut soweit, glaube ich. Gut, das geht nicht weit genug. Auf keinen Fall. Oder? Doch. Wenn sie stehen bleibt. Was sie natürlich nicht tut. Jetzt geht's wieder. Ist jemand da? Oder auch nicht. Doch, ich sehe jetzt dahin. Mit dem Raketenwerfer. Also kommt, schieße ich. Vielleicht sollte ich nicht in dieser Position schießen. Vielleicht eher so. Das war ein guter Treffer, allerdings nicht gut genug. Oh Gott! Hat mich aber nicht gesehen, glaube ich. Nein, nicht das! Das hier! Weg, 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 weg! Jetzt hast du mich gesehen. Das war's! Das war's! Nice! Juhu! Bam! Alter Schwede! Den krieg ich hin. Burn, Baby, burn! Meine Fresse, ey! Die eine Risikogranate, die war's. Ah, wie gut. Von mir aus könnten die Dinger noch ein bisschen länger brennen. So, Schalldämpfer wieder drauf. Einzelfeuermodus. Wassermelone aufsammeln. Weiter geht's. Alle wieder am Leben? Prima. Dann können wir ja jetzt vielleicht endlich dieses Virus hochladen. Eigentlich wäre es gut, wenn wir jetzt auch gerade den Walker gegen Walker, Bruder gegen Bruder machen würden. Dann müssten wir nicht nochmal gegen die Drohne kämpfen. Aber schauen wir mal, warten wir mal ab. Vielleicht mache ich den Schalldämpfer wieder ab. Mach wieder Feuerstoß.
Nur für den Fall. Man weiß ja nicht, was jetzt da noch passiert. Rüsten schon mal noch ein paar neue EMP-Granaten aus. Vielleicht diesmal die MK3 mit einem größeren Radius. Und dann drücken wir mal den Knopf. Und? Bruder gegen Bruder. Das ist die Sequenz von Bruder gegen Bruder. Nomad! Weißt du, ein Teil von mir ist froh, dass du noch lebst. Echt schade, dass ich dich töten muss. Du solltest aufgeben! Du solltest mich besser kennen. Ich kenne dich überhaupt nicht mehr. Der Walker, den ich kannte, hätte sowas nie gemacht. Seine eigenen Leute töten. Ich habe versucht, es dir zu erklären. Du hast kein Gespür dafür, wie die Zukunft sein könnte. Nomad! Es ist nicht zu spät. Schließ dich mir an. Und meine Soldaten? Ich musste meinen Freund töten. Du zwingst mich, dasselbe zu tun. Shit, ich wollte nicht Bruder gegen Bruder machen. Na, dann können wir es auch anheften. Achso, beide Missionen sind Töten Sie Walker. Team, Feuer frei. Team, Feuer frei. Heizt ihnen an. Die Drohnen müsst ihr da. Die Drohnen muss man zerstören. Oh shit, 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 shit. Wo? Oh Gott. Was wollte ich machen? EMP-Granate wollte ich. Nicht für Walker. Oh shit, er kommt. Er ist ein One-Hit-Killer. Diese Drohnen, die da um ihn rumschwirren, die machen, geben ihm ein Schutzschild. Funktioniert das so auch? Nee. Oh shit. Wäre ich jetzt schon längst tot, wollte ich sagen. Immerhin hält Walker, sobald die Drohnen aus sind. Jetzt haben die Walker gekillt. Nein! Ich wollte das tun. Ach Mann. Wunderland. Es wird trotzdem kommen. Der heiße Teil von Bolivien. Wer ist da? Leck mich am Arsch. Nur wenn wir danach kuscheln. Sieh mal an. Du bist wohl Nomad. Walker.
Wir zwei... Ja, wir waren doch im selben Trainingslager. Ich war im Fallschirmzug. Wir waren sowas wie Nachbarn. Genau. Mit dem Typ von den Rettungsspringern, oder? Aufklärungsbataillon. War eine gute Zeit. Tja, ich hätte noch mehr Spaß für dich. Hier ist das Briefing. Willst du auch einen Lolli haben? Hey. Entschuldige. Der Einsatz hat kaum angefangen. Und das Oberkommando will uns schon wieder in den Nahen Osten zurückschicken. Schon wieder? Das hört einfach nicht auf. Das liegt daran, dass Krieg einfacher ist als Frieden. Der Geheimdienstler da hinten, den du natürlich nie gesehen hast, der glaubt an eine Vision namens Wunderland, wo Menschen nie streiten. Alles voller Regenbögen, Marshmallows und Einhörnern und so eine Scheiße, aber darüber reden wir später. Ja. Und Nomad, schön dich zu sehen. Ja, freut mich auch. Pass auf dich auf. Klar doch. Was hat dein Wunderland aus dir gemacht? Du warst mal besser als das, Walker. Nun gut. Dann war das hier die Mission Bruder gegen Bruder und die andere, die schließen wir jetzt auch noch ab, die wir eigentlich machen wollten. Ach Mann, ich wollte Walker töten. Mann, wo ist er überhaupt hin? Die haben den irgendwo da hinten getötet, oder? Ich meine, der Eingang ist da. Wo ist seine Leiche? Nicht hier auf jeden Fall. Irgendwo hier müsste die eigentlich liegen. Tut sie aber nicht. Na gut. Schade. Da? Nee. Das sind Patronen. Ja, was ich eben sagen wollte, ist, wenn die Drohnen von... Da liegt Walkers Waffe. Da. Da liegt Walkers Waffe. Und die Silver Stake Tactical, die ist auch von Walker. Walker. Ja, wenn diese Schutzdrohnen weg sind, dann ist er genauso verwundbar wie alle anderen. Gegner auch, heißt ein Kopfschuss, bedeutet den Tod. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht und ich wollte es auch nicht. Ich weiß noch damals, bevor es den Immersive Mode gab, habe ich Walker, also gab es auch noch keine Teamkameraden, da habe ich Walker getötet im Alleingang. Habe dafür aber, glaube ich, 5 oder 6 Versuche gebraucht. Weil, ja, wenn man alleine stirbt, dann gibt's halt sonst nichts, ne? Dann bist du tot. Gibt kein extra Leben. Es sei denn, du hast die Medic-Klasse. Ja gut, so, dann haben wir also quasi unsere Kameraden gerecht. Ich habe es Weaver ja versprochen. Ganz am Anfang, ihr erinnert euch vielleicht in der ersten Folge. Eigentlich wollte ich das persönlich erledigen, aber naja. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Dann hacken wir mal hier und laden das Virus hoch. Nomad and Erewhon, ich bin drin. Übertragen Sie das Virus. Verstanden. Wir senden jetzt.
Nomad an Arrow One. Einsatz abgeschlossen. Das ist ja wunderbar. Ich sag allen Bescheid. Bin unterwegs. Matt soll mir was von dem Fusel aufheben. Ja, so, das heißt, wir müssen jetzt nochmal zurück nach Erewhon. Würde ich sagen, da machen wir doch jetzt zur Feier des Tages mal eine Schnellreise hin. Damit wir Episode 3 dann auch abschließen können. Und ich würde sagen, bevor wir dann zu Episode 2 übergehen, machen wir dann zuallererst mal die Nebenmission, die wir jetzt die ganze Zeit gepflegt ignoriert haben. Metz wird sich sicher freuen, Sie zu sehen. Jo, das hoffe ich. Irgendwas bewirkt? Eine Gruppe Outcasts hat mir da draußen den Arsch gerettet. Ja, dann machen wir da erstmal die Nebenmission und dann gehen wir über zu Episode 2. Jo. Jaycee Baby. Schätze, wir sitzen hier wohl noch ein Weilchen fest, hä? Naja, wir haben verhindert, dass Walker die Drohnen von der Insel schafft. Das ist keine Lappalie. Kennen Sie dieses Wunderland? Walker sprach davon. Leute, die für ihn und Stone arbeiten, erwähnten es auch. Ich habe gehört, wie Sie darüber geredet haben. Aber wirklich erklärt haben Sie es nicht. Klingt nach Lewis Carroll. Alice im Wunderland. Ja. Er hat gesagt, ich kann es nicht aufhalten. Ah, vergessen Sie es einfach, ja? Diese Inseln sind voll mit verrückten Milliardären. Leuten, die sich für Wölfe halten. Killerrobotern. Und privaten Militärfirmen. Aber sie sind auch noch voll mit wirklich, wirklich guten Menschen. Wir haben etwas Gutes getan und darauf können wir stolz sein. Darauf sollten wir anstoßen. Seht mal, die Vögel! Das sind keine Vögel. Wie faszinierend. Das haben wir nicht programmiert. Haruhi. Anscheinend ist Ikarus nicht der Einzige, der sich in große Höhlen aufschwingt. Hier, Stone. Miles, nur weil Sie meine Rechnungen bezahlen, bin ich nicht Ihre Hure. Ich weiß nicht, wie Scale diesen Sektor übernehmen konnte, aber jetzt kontrolliert er ihn nicht mehr. Wie bitte? Na, dann sagen Sie Ihrem Chef mal, er soll sich nicht ins Höschen machen. Na ja. Ich bin auf der Insel. Und da Walker weg ist, hab ich jetzt wohl das Sagen. Was verdammt ist das? Okay. Was jetzt? Gute Frage. Nächste Frage. Ja.
Einsatz abgeschlossen, Schachmatt und Bruder gegen Bruder. Ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, ab. Hier gibt es ja nichts mehr, ne? Ne, hier ist alles erledigt. Dann gibt es ab nächste Woche die Nebenmissionen, so nach und nach. Und wenn wir die alle haben, dann geht's weiter mit Episode 2. Das ist die, ja, die Splinter Cell-Episode mit Sam Fisher. Und dann natürlich Episode 3. Und dann schauen wir mal. Die Events gibt's ja auch noch, die Events. Welche, wie war das denn mit der Reihenfolge der Events? Schauen wir mal, Widerstand. Widerstand war das Event von Episode 1. Das heißt, wir machen die Nebeneinsätze, dann das Event zum Schluss. Dann Episode 2, das Terminator-Event. Dann Episode 3 und bis wir damit durch sind, gibt es hoffentlich auch schon das nächste Event, das ja Anfang 2021 irgendwann kommen soll. Gut, dann würde ich sagen, beziehungsweise bleibt mir nur noch, euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021 zu wünschen. Und vielen, 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 vielen herzlichen Dank für dieses tolle Jahr. Und vielen, vielen Dank, wenn du das hier noch hörst. Wenn du das hier hörst, schreib mir mal in die Kommentare. Denn das ist echt, echt genial. So ein langes Video. Und ich bin dir dann auch wirklich sehr dankbar. Schreib mir mal in die Kommentare, damit ich weiß, wer zu den treuen Fans meines Kanals gehört. Damit ich weiß, ja, welchen Stellenwert ihr bzw. du für meinen Kanal hast. Und das bleibt bestimmt in der Zukunft auch nicht unbelohnt. Gut, dann würde ich sagen, wie gesagt, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Ein neues, ein tolles, schönes, erfolgreiches neues Jahr 2021. Ich meine, es kann ja nur besser werden als 2020. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.